Ruppert, der Büchsenmacher, der aus unserem Sturmgewehr eine Haubitze machen soll. Das werden wir angehen und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light. Hab mir einfach mal eine andere Aussicht gegönnt. Hier oben auf der Universität und wir gehen einfach da weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Wir mussten uns ja unbedingt was im Fernsehen anschauen und habt ihr gesehen, wie die Mundbewegung da abging von der Frau im Fernsehen? Weiß nicht, ob das wegen dieser schlechten Übertragung der Fall war. Oder ob die generell immer so spricht. Oh, der Arm ist ab. Der Fuß auch noch. Also der, oh, unter dem Knie abgehackt. Ganz schön verstümmelt. So, hier gibt es eine Pfütze. Nicht reinlatschen. Oh Mann, ich bin immer so unvorsichtig. Ich sollte erstmal schauen, wo ich da hinspringe. Einfach immer auf gut Glück. Das wird nichts. Hinter uns ist jemand her. Seht ihr das auf der Karte? Hi. Hast du Munition für uns, Reis-Soldat? Komm, rein da mit dir. Hitter. Wie er da hängt. Au. Komm, hüpft da rein. Ey, da hüpft der drüber. Dann Kopf ab. Oh, wie er da hängt in der Ecke. Super. Da sind Reis-Leute. Ja, unheimlich, oder? Ja, rennt er weg? Okay, na dann rennen wir auch weg. So, bewerfen die uns jetzt mit irgendwas? So, schnell runter, bevor die uns bewerfen. Ah, schade. Zurück. Da steht schon Rais dran. Ach, das ist ein Zombie, der ist hier noch drüben. Na, dann dürfen die sich damit auch rumprügeln. Wie der rumhampelt. Au, schon wieder nicht. Hier trifft aber auch keiner keinen. Komm nochmal, komm, ich will dich wegschmeißen. Oder ich zünde das Feuer unter ihm an. Der will nicht. Oh, jetzt habe ich das Menü geöffnet. Ups, Entschuldigung. War nicht beabsichtigt. Was, der ist umgekommen? Ich habe ihm noch nicht mal den Kopf abgetreten, der ist dabei umgekommen. Na, greif mal schön den Soldaten an. Und dann können wir nämlich mit draufgehen. Also nicht draufgehen im Sinne von sterben, sondern auf den Typen. Oh, wir sterben doch bald. Und weggekegelt. Au, krabbelt er uns an. Moment. Bleibt er stehen. Ah, das war der Falsche. Naja, macht nichts. Er ist erstmal geschockt. Meinst du? Nein, nicht werfen. Oh, Kopf abgetrennt. Aber gut, wir haben wieder ordentlich Punkte bekommen. Wir schauen gleich mal an, nach was in der Kiste ist. Oh, Antiquite-Axt? Hacke? Antik. Antike Hacke. Das war ein Zombie? Oder ja. Den anderen haben wir irgendwo hinten erledigt. Da muss ja auch irgendwo noch die Waffe von dem liegen. Die möchte ich haben. Der war doch hier hinten, genau. Stimmt. Bauernsichel. Auch nicht übel. 122. Dann könnten wir die 100er auch wieder ablegen. Aber erstmal mache ich hier auf. Die 100er Waffen meine ich. Ah, von der Seite. Ach so, noch Schloss knacken oder wie? Na, hier geht's. Ach, Mist. Da musste wieder ein Dietrich sein Leben lassen. Munition ist drin, oder? Ne, wieder Hilfspakete. Die können wir dann beim Quartiermeister abgeben. Okay, wenn schon der GRE keine Pakete mehr abwirft, dann eben sowas. Und wir wollten ja zu Ruppert's Apartment. Komm schon. Hätte jetzt zwar auch links um das offene Tor, durch das offene Tor gehen können, aber das wäre natürlich wieder zu einfach gewesen. Oh, hier gibt es Pflanzen. Ganz gemeine Pflanzen sogar. 5 Stück sogar. Hier ist doch gerade kein Zombie in der Nähe, da können wir ganz in Ruhe pflücken. Du wirst unser Antizin nicht bekommen. Ach nee, ist ja witzig. Der hat Rais Stimme, genauso wie dieser Morgan, wo wir damals das Geld eingetrieben haben. Nur einer von uns kann überleben. Ah, das finde ich blöd. Also wenn Hauptcharaktere dann auch noch die kleinen Nebendarsteller hier... Oh, der Kopf. Wenn die noch diese kleinen Nebendarsteller mit ihrer Stimme versorgen, das finde ich dann doch immer blöd. Weil die Stimmen sollten dann doch einzigartig sein. Oder... Ach, F ist Konter, okay. Oh. Nicht schlecht. Oder wenn, dann sollten die ihre Stimme so verstellen, dass man das jetzt nicht auf den ersten Blick erkennt, dass das hier die Stimme von Reis ist.
Halt, Todesstoß. Nein, der ist schon wieder weggerutscht. So, ich wollte doch bloß seine Waffe mitnehmen. Auch so eine Klinge, 122. Dann mal weiter, aber erstmal heilen sehe ich gerade. Wir brauchen wieder, oder wir können ihn mal aufmachen. Ist hier gerade jemand? Ja, der ist da. Vielleicht schaffen wir das, ja? Einfach. Offen und jetzt schnell weg. Nee, doch noch nicht schnell weg. Ich dachte, der wäre jetzt direkt hinter uns. Wieder zwei Medkits. Also da, wo einfach draufsteht, da ist auch viel drin. Da ist es eine Geheimsprache. 170 Meter noch. Über den Zaun. Ganz gekonnt. Ah, haben noch gar nicht geheilt. Ah, dafür haben wir uns wieder Blähungen eingehandelt. Das ist blöd. Weiter geht's. Eine Mülltonne wird. Randale. Sperrbezirk? Oh, wieder ein Teddy. Hier sind wieder reiß Leute. Übereinander. Nee, da will ich jetzt nicht zuschauen, wie die übereinander hocken. Bäh. Oh, hier wäre noch eine inaktive Sicherheitszone. Die werden wir noch angehen, weil, wenn hier erst einmal Nacht anbricht, das ist schon bald in ein paar Stunden, dann wird es eben vielleicht doch etwas ungemütlicher. Ich möchte hier eigentlich die Stange hoch. Geht nicht, oder wie? Geht das wirklich nicht? Nee. Dann halt nicht. Können wir hier auch? Nein, können wir auch nicht. Wo können wir denn dann hoch? Da ist wieder... Was macht denn der da? Oh, krabbelt er da hoch. Hier vielleicht. Jawohl. Sicherheitszone. Also Strom wieder anmachen. Und, oh. Aber was für eine geile Badeposition. Na, nicht ganz auf dem Dach. Also nicht der höchste Punkt. So, inaktive Sicherheitszone. Ist die das hier? Oh. Hier ist schon Besuch auf unserer neuen Terrasse. Na, so geht das natürlich nicht. Mach ich mal Licht an. Keiner um die Ecke? Oh, da gibt's ja was. Ah, wieder bloß so eine blöde Zombie-Figur. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Dann spuckt halt der Lichtschalter, wollte ich sagen. Dann schießen wir dem ab. Wo sind jetzt hin? Was machst du denn da? Umfallen hoffe ich noch. Ah, da ist er. Er hat schon gespuckt. Ah, wie oft hintereinander? Das stört aber nicht wirklich, wenn ich auf den Kopf schieße. Naja. Da hackt wieder einer. Angriff von oben. Und Arm abgehackt im Fallen. Hier ist noch irgendwo einer. Ich höre auf jeden Fall einen. Ist der oben? Ach, da oben auf dem Dach. Das ist ja putzig. Dann wo ist denn hier der Lichtschalter? Das ist wieder bloß die Kasse. Hey, hau ab. Ich wollte gerade lesen, was hier steht. Lümmel. Ey, kommt die jetzt von oben durchgefallen? Du gehst erstmal ins Jenseits. Da oben ist offen, oder wie? Obwohl, da tanzt er auf dem... Ach, ich wollte lesen, genau. Der tanzt oben auf dem Glas herum. Okay, Müll only. Und Küche. Hab's jetzt einfach mal mit Müll übersetzt. Zeug. Oder ist das hier die falsche Zone? Ist das noch gar nicht da? Ich schau mal kurz auf die Karte. Das war das Teil, oder? Ups, ich bin falsch drin. Ah, dachte ich mir schon, aber ich wollte zumindest noch mal kurz hier was erleben. Okay, doch nicht unsere Terrasse. Haben wir ihn also unschuldig umgebracht? So. Nee, ich schau noch mal kurz nach. Wir haben das jetzt gerade markiert, oder? Genau. Ja, bleib schön ganz schirm. Aufs Auto springen, das dämpft doch etwas. Aber von wegen es dämpft. Hier rum. Na, ein Stück weiter. Jetzt hier vorne. Oh, was ist das denn für ein Symbol? Upsa. Nee, 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 da habe ich schon draus gelernt. Nicht einfach runterspringen. Was ist das für ein Symbol? Hinter uns ist wieder einer her. Nee, da ist noch gelb. Hi. Kopf ab. Da ist noch nicht die Butz, da wo wir hinwollen. Das hier ist sie. Okay, sie ist ein Stockwerk höher. Eine Etage höher. Noch eins höher.
Oh, wir werden angespuckt beim Hochklettern. Okay, dann gehe ich hier weg. Frechheit. Dann heile ich mich mal wieder. Ist das das da oben? Scheint mir so. Weil da oben sind auch Seile zum irgendwo herunterrutschen. Vielleicht soll ich aber erstmal den Spucker erledigen. Ansonsten erwischt er uns ja jedes Mal, wenn wir hochklettern. Halt, der spuckt euch mit einer drüben. Ah. Oh, das geht hoch. Ah. Was für ein Schleimbolzen, der Typ. Na, von hinten auch noch. Oh. Ja, okay, die Infizierten sind hier schon nicht ohne. Stimmt schon, was Troy gesagt hat. Wir werden wieder angegrabbelt von hinten. Nee, doch nicht. So, wo ist jetzt der Erste? Hinten ist auf jeden Fall einer. Treffe ich den? Ah, getroffen schon, aber nicht tödlich am Kopf. Kimme und Korn über die Entfernung. Oh Gott, das greift in uns da an. Komm, fahr runter. Doch. Das Vieh kommt doch wieder hoch. Ruhe, Mann, ey. So einfach geht's natürlich. Aus der Hüfte. Nee, dann doch lieber Kimme und Korn. Oder ist die Entfernung einfach zu weit für die Pistole? Kann natürlich auch sein. Von daher... Ach Mann, okay, das waren bloß kleine Seile. Da konnten wir uns jetzt nicht drauf abfedern. Schade. Er ist noch zu weit weg für ein Schießgefecht. Lampe kann ich mal wieder ausmachen. Spart Strom. Ah, Mann, hat es noch geschafft, uns anzurotzen. Lebt immer noch. Okay. Werde ich jetzt mal nicht plündern, einfach bloß tot machen. Lebt noch. Na? Rotzt der wieder? Wie schnell? Okay, dann lasse ich ihn jetzt in Ruhe und ich werde mal doch zusehen, dass ich da hochkomme. Ich hänge schon wieder etwas zu lange hier rum. Wie komme ich da jetzt am besten hoch? Da ist doch schon wieder so ein blödes Vieh hinter uns her. Mann. Kopf, Stoß, Todesstoß. Also da ist die Kante zu weit weg. Da wäre eine Möglichkeit. Und da... Komme ich hier noch hoch? Ja, ich will mal um die Ecke hier schauen. Da oben hockt einer, ernsthaft? Also darüber können wir auf jeden Fall nicht. Ist vielleicht unten eine Tür, wo wir dann uns im Gebäude nach oben arbeiten müssen? Please help us. Können wir da rein? Das sieht so schwarz aus. Ist das zu? Oder ist da wirklich ein Eingang? Ich probiere es mal. Nee, doch, ist offen. Okay. Säubern Sie das Areal und stürzen Sie nicht nach unten. Was denn hier los? Ach du Scheiße. Das stürzt nicht nach unten. Stürzen Sie nicht nach unten. Das war da jetzt nicht, aber das war schon eine Empfehlung meinerseits. So, ging aber recht schnell. Das war ein Polizist, oder? Warum hat er keine Munition dabei? Oh, jetzt dürfen wir uns nach oben. Aber ach, hier ist der Strom. Okay, hier hätten wir sowieso hingemusst. Also Strom ist schon mal an. Jetzt müssen wir nur noch das Areal hier säubern. Aber ein Glück, dass wir uns hier an den Balken nach oben hangeln können. Oh, eine Figur. Ey, da. Aus denen mache ich mir zwar nichts, aber wenn die hier schon so hängt, dann nehme ich die doch mit. Aber richtig gut versteckt. So, können wir da auch? Bestimmt nicht, oder? Machen wir es halt so. Und so, jetzt sind wir auf jeden Fall schon wieder etwas höher. Da kommen wir noch nicht hin. Aber hier. Na? Ah. Oh, jetzt hängen wir genau unter dem Balken. Crane hätte sie nicht noch eine Ecke höher hüpfen können. Hat etwas von Far Cry 4. Mit den Türmen, die man da erklimmen muss. Hier ist noch nicht Endstation. Wir wollten ja eigentlich das Apartment... Hier stand doch einer. Das Apartment von Rupert. Oh, zum Glück hat er uns da reingehauen und noch 5 HP. Das Apartment von Rupert wollten wir uns ja eigentlich anschauen. Kommst du rum? Wir warten mal, bis er sich ausgekäst hat. Jetzt geht er wieder hoch, oder wie? Na, der Letzte hat getroffen, der Erste leider nicht. Oh, jetzt duckt er sich, wie gemein. Rein da. Nein, er hat uns noch erwischt. Mann, du Sackgesicht. Okay, der macht uns dann direkt tot.
Ich glaube, ich sollte mir so langsam mal den Tipp von Troy zu Herzen nehmen, dass wir die Infizierten vielleicht eher meiden sollten oder zumindest, nein, so weit weg. Ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Okay, dann gehe ich jetzt nicht dieses Apartment, dann gehe ich jetzt direkt zu Ruppel. Jetzt habe ich gerade etwas die Faxen dicker. Aber auch, weil ich einfach nur so blöd war, wie hing denn jetzt die linke Hand von Crane? Sehr seltsam aus. Gut, dann gehen wir jetzt einfach direkt zu Rupert. Wäre vielleicht eben für die Nacht besser, wenn wir doch dieses Apartment hätten, aber... Jetzt nochmal da rein? Nee, das gehen wir dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge oder eben wann auch immer, wenn wir wieder da... Wann wir da auch wieder vorbeikommen an. Ach, Dinger gibt's hier doch noch. Metallteile, Plastikteil und weiter. Hier kommt auf jeden Fall Stinkesülze raus. Wie kommen wir da rüber? Na, bringen wieder Kletterpunkte. Da kommen wir doch mit Sicherheit nicht rüber. Da wird wieder randaliert. Vor allem jetzt springen die nicht mehr aus. Jetzt kommen die nicht mehr mit der Haus. Genau. Mit der Tür aus dem Haus, sondern mit sich aus dem Fenster. Na, schon tot. Die sind ja sonst immer mit der Tür aus dem Haus gefallen. Jetzt fallen die eben mit sich aus dem Fenster. Ah, wir sind schon wieder da, wo wir gerade schon hin wollten. Zumindest ungefähr auf der Höhe. Ich will hier nicht direkt runterstürzen, deswegen suche ich gerade eine Möglichkeit, wo ich mich so langsam, aber sicher nach unten begeben kann. Ein Glück, dass hier noch so ein kleiner Kasten oder so eine kleine Schrift war. Bla, bla, bla. Blöder Anmachspruch, falle ich nicht drauf rein. Oh, die kommen jetzt sogar aus den Gullideckeln. Der kam doch aus dem Gullideckel. Können wir da auch reinfallen? In den Gullideckel, meine ich. So, hier wäre das Apartment, aber wir haben noch ein paar Leute an den Fersen. Die würde ich ja noch recht gerne loswerden. Hier wäre ein ganz guter Punkt, um die abzufangen. Die kommen ja auf jeden Fall hier hoch. Und wofür gab es jetzt die Punkte? Batz. Oh, das sind drei, oder? Was für ein Umweg die gehen. Hätten wir einen Baseballschläger, würde sich das Ganze nochmal etwas besser machen. Aber die scheinen mir umgekommen zu sein. Dann müssen wir auf dieser Höhe rein. Dann gehen wir nochmal ein Stück höher. Kann ja nicht schaden. Okay, aber wahrscheinlich von der anderen Seite, wie es scheint. Schaffen wir das da ran? Ich zweifle gerade. Oh, ist ein Spucker. Nee, da kommen wir nicht ran. Und wir sind gestorben. Och nö, was mache ich denn hier? Jetzt kommen wir wieder an der gleichen Stelle raus, oder? Ich hätte gedacht, diese komischen braunen Flecke, die sahen so unnatürlich aus, dass das eben Balken sind, wo wir uns dranhängen können. Aber da habe ich mich einfach mal getäuscht und wir sind nicht beim... Doch, beim Better Loft? Nee, irgendwo anders. Aber ich möchte in dieser Folge noch zum Apartment. Auf jeden Fall sind wir recht nah dran. So, hier oben ist jetzt kein Spucker, das ist gut. Na, ich sag's noch. Hier können wir leider nicht rein, oder? Nee. Hier oben gibt's eine Truhe, aber die will ich jetzt mal nicht angehen. Ah. Nee. Ach, da unten hing das. Ihr Lungengewebe ist tot. Die können nicht atmen. Also wir müssen auf jeden Fall hier rein. Wo hängt denn der? Seht ihr ihn schon da unten, oder? Kann der hier drüber werfen? Hoffentlich nicht. Schöne Fontäne. Also wir müssen jetzt hier rein. Die Höhe ist schon richtig. Nee, oh nein, nicht nochmal. Oh. Au. Ich suche gerade nach einem Eingang. Da springe ich jetzt auch nicht drauf. Das ist auf jeden Fall Ruperts Apartment. Ich schaue euch mal von der Seite hier. Was? Hat das Vieh jetzt von oben hier hochgerotzt? Also über das Haus ist auf der anderen Seite gewesen, das blöde Vieh. Also die Zombies hier in der Altstadt sind schon sehr speziell, keine Frage. Aber wie komme ich jetzt da rein? Das ist wieder eine Frage. Eine Frage der Frage. Nochmal ein Stück weiter runter. Hier ist nirgendwo ein offenes Fenster, oder? Nee. Ich muss auch laut Anzeige noch ein Stück nach oben. Puh. Hier geht's auch nicht rein. Da ist wieder bloß ein Ventilator.
Nee, da waren wir schon in der letzten Folge, da wollte ich ja da dran springen. Da rotzt wieder was. Oder? Ich bin einfach mal sicherheitshalber zur Seite gegangen. Ja, da. Aber ich würde sagen, ehe ich hier nochmal umkomme, werde ich zumindest in der Pause schauen, wie wir da reinkommen und dann wirklich in das Apartment und dann motzen wir unsere Waffen auf, wenn wir hier nicht noch sterben sollten. Deswegen gehe ich jetzt mal hier in die Ecke, da sollten die uns noch nicht mehr treffen, oder? Oh, so ein schöner Sonnenschein. Also, ich überlebe jetzt, schaue, dass ich da reinkomme, zumindest den Weg finde und dann sehen wir uns wieder und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.